Willkommen im Jahr 2075. Vor kurzem erst haben die Katzen die Kontrolle über die Erde übernommen und nun fassen sie ein neues Revier ins Auge, das Weltall. Kühne Astrokatzen wetteifern um die kosmische Vorherrschaft. Es ist ein hartes Rennen, vorangetrieben durch Katzenminzenübermut und Raketen, die es manchmal krachen lassen. Wer wird dieses epische Rennen gewinnen, sich die meisten Schätze der Milchstraße krallen und die Tiefen des Weltalls für sich beanspruchen? Liebe Freunde des gepflegten Brettspiels, ich bin Steffen und erkläre euch heute die Regeln zu MLEM. Auf geht's! Zunächst platzieren wir die Spielmatte auf dem Tisch, auf der sowohl unsere Flugroute als auch diverse Planeten und Monde und auch das tiefe Weltall dargestellt sind. Unser Ziel wird es letzten Endes sein, möglichst viele unserer Astrokatzen auf möglichst weit entfernten Planeten und Monden oder sogar im tiefen Weltall abzusetzen, um dadurch möglichst viele Punkte zu erhalten. Dafür benötigen wir diese Rakete, in der unsere Astrokatzen Platz nehmen werden. Und jeder Mitspielende nimmt sich ein Spielertableau in einer Farbe seiner Wahl und die farblich dazu passenden 8 Katzenplättchen. Jeder Mitspielende verfügt dabei über genau die gleichen 8 unterschiedlichen Astrokatzen, die jeweils unterschiedliche Spezialfähigkeiten haben, auf die ich dann nochmal separat eingehen werde. Dann legen wir diese 4 Zielplättchen bereit, sowie eine ausreichende Anzahl von Punkteplättchen. Das Material für die Zusatzmodule UFO, Erkundung und Geheimmissionen benötigt ihr nur dann, wenn ihr eines oder mehrere dieser Module mit ins Spiel integrieren möchtet. Darauf gehe ich dann am Ende des Videos nochmal separat ein. Schließlich platzieren wir noch diesen Absturzmarker auf dem ersten Feld der Absturzleiste am unteren Ende der Spielmatte und unsere Rakete auf Feld 0 unserer Flugroute. Nachdem dann auch die 6 Würfel bereit liegen, kann es auch schon losgehen. Eine Partie MLEM wird über mehrere Runden gespielt, die sich jeweils untergliedern in eine Startphase und eine oder mehrere Reise- und Landephasen. Laut Anleitung wird Startspieler und damit zum Kapitän oder Kapitänin der aktuellen Runde, wer zuletzt ein Katzenklo gereinigt hat. Im weiteren Verlauf des Spieles wechselt der Startspieler im Uhrzeigersinn. In der Startphase beginnt der oder die Kapitänin damit, eines der Katzenplättchen auf dem eigenen Spielertableau auszuwählen und auf die oberste Position in der Rakete zu legen. Die anderen Mitspielenden folgen dann im Uhrzeigersinn, wählen ebenfalls eine Katze aus und platzieren diese fortlaufend in der Rakete. Dann kann es auch schon losgehen mit der ersten Reisephase. Während einer Reisephase liegt das Schicksal der Rakete vollständig in der Hand der Kapitänskatze. Eine Kapitänskatze bleibt so lange Kapitän, bis sich diese entscheidet, im Rahmen einer Landephase, das sehen wir gleich, die Rakete zu verlassen oder aber die Rakete abstürzt. Die Kapitänskatze beginnt eine Reisephase immer damit, zunächst einmal alle verbliebenen Würfel einmal zu würfeln. Wobei diese Würfel lediglich die Zahlen von 1 bis 4 beinhalten, wobei die 2 doppelt vorkommt und einmal noch dieses besondere Booster-Symbol vorhanden ist. Nachdem die Würfel geworfen wurden, fassen wir diese zunächst einmal zu Gruppen gleicher Augenzahlen und Symbole zusammen. Das wäre in diesem Fall hier die 2 Dreier, die 2 Zweier, einmal die 1 und einmal dieses Booster-Symbol. Anschließend vergleichen wir diese Würfelgruppen mit den neben unserem aktuellen Raketenfeld, auf dem wir uns befinden, dargestellten Würfeln und Boostern. Denn nur die dort dargestellten Augenzahlen und Booster können zum Weiterflug verwendet werden. Die restlichen Würfelgruppen können wir direkt zur Seite legen. In diesem Fall könnten wir also die beiden Zweier, die 1 und den Booster zum Weiterflug verwenden. Diese beiden Dreier legen wir einmal hier zur Seite. Die Kapitänskatze kann nun frei entscheiden, welche dieser Würfelgruppen für den Weiterflug verwendet werden sollen. Das kann nur eine der Gruppen sein, aber auch mehrere. Zu bedenken ist allerdings, dass alle verwendeten Würfel zur Seite gelegt werden und in dieser Runde nicht mehr für weitere Reisephasen zur Verfügung stehen. Eine Ausnahme bilden lediglich die Booster, diese bekommt man immer wieder zurück. Nachdem sich die Kapitänskatze für eine oder mehrere dieser Würfelgruppen entschieden hat, werden die Augenzahlen summiert und die Rakete um die entsprechende Anzahl von Feldern weiterbewegt. Die Augenzahl von dem Booster lässt sich hier auf der Spielmatte ablesen, in diesem Fall wäre das eine 1.
Würde sich die Kapitänskatze in diesem Fall zum Beispiel für diese beiden Zweier entscheiden, würde sich die Rakete insgesamt 4 Felder voran bewegen. Diese beiden Würfel würden zur Seite gelegt, die stehen dann nicht mehr zur Verfügung für den weiteren Flug. Und diese beiden Würfel kommen zurück zu dem verwendbaren Würfelvorrat. Sollte in einer Reisephase der Fall eintreten, dass keine der erwürfelten Augenzahlen und auch nicht das Booster-Symbol neben dem aktuellen Raketenfeld abgedruckt ist, würde das direkt zu einem Absturz der Rakete und damit zum Ende der aktuellen Runde führen. Die Rakete würde dann wieder auf Feld 0 zurückgesetzt, der Absturzmarke würde ein Feld vorgerückt, der Startspieler wechselt und die nächste Runde würde beginnen. Sobald die Rakete erfolgreich ein Feld erreicht hat, von dem aus eine direkte Verbindung zu einem Planet oder Mond besteht, beginnt eine Landephase. Während einer Landephase dürfen alle Katzen an Bord der Rakete beginnend mit der Kapitänskatze und dann in Spielerreihenfolge entscheiden, ob sie auf dem jeweiligen Planeten oder Mond aussteigen möchten, um dann die dafür auf dem Spielplan abgedruckten Punkte zu erhalten. Dabei unterscheiden wir zwischen Monden und Planeten. Auf einem Planeten können grundsätzlich beliebig viele Astrokatzen abgesetzt werden und auf dem Planeten gibt es dann am Spielende eine Mehrheitenwertung. Das heißt, der Mitspielende, der die meisten Astrokatzen dort abgesetzt hat, erhält die meisten Punkte und die anderen Mitspielenden, falls sie dort vertreten sind, entsprechend weniger. Auf einem Mond hingegen ist immer nur Platz für genau eine Astrokatze, sodass dort keine weiteren Katzen mehr platziert werden können, sollte diese einmal besetzt sein. Der Mitspielende bekommt dann direkt die dort aufgedruckten Punkte in Form von Siegpunktmarkern. Die Punkte aus einer Mehrheitenwertung eines Planeten erhalten die Spielenden dagegen erst am Ende des Spieles, was auch durch dieses Sanduhr-Symbol hier dargestellt ist. Sollten zwei oder mehr Mitspielende am Spielende genau gleich viele Katzen auf einem Planeten platziert haben, entscheidet die Reihenfolge der Ankunft darüber, wer die meisten Punkte bekommt. Deswegen sollte man die Katzen, wenn man auf einem Planeten landet, auch immer untereinander ablegen, sodass man dann am Spielende noch genau nachvollziehen kann, wer zuerst dort gelandet ist. Sollte sich der oder die Kapitänin selbst dazu entscheiden, auf einem Planeten oder Mond auszusteigen, wechselt auch die Kapitänsrolle. Das heißt, alle anderen Mitspielenden rücken in der Rakete eine Position auf und der oder die nächste Mitspielende wird dann Kapitän oder Kapitänin, solange bis er oder sie selbst dann vielleicht auch aussteigt. Einen Sonderfall stellt das tiefe Weltall am oberen Rand der Spielmatte dar. Sollte es der Rakete gelingen, bis in diesen Bereich vorzustoßen, müssen alle Astrokatzen zwingend aussteigen. Der oder die Kapitänin erhält in diesem Fall 7 Punkte und alle sonstigen verbleibenden Astrokatzen noch 5 Punkte. Die Runde endet in diesem Fall auch automatisch und eine neue Runde beginnt auf Position 0 der Flugroute. Schauen wir uns nun einmal die Spezialfähigkeiten der einzelnen Astrokatzen an. Befindet sich eine Astrokatze mit Satellitensymbol an Bord der Rakete, startet die Expedition bereits ab Feld 3 der Flugroute. Dabei ist es unerheblich, ob sich eine oder mehrere dieser Katzen an Bord der Rakete befinden. Diese Katze kann in einer Landephase die Rakete auch ein Feld vor oder hinter der aktuellen Position der Rakete verlassen, vorausgesetzt, von dort ist ein Planet oder freier Mond erreichbar. Achtung, erreicht diese Katze durch ihre Spezialfähigkeit das tiefe Weltall, erhält sie dafür maximal 5 Punkte. Diese Katze kann mithilfe ihres Fallschirms auch dann noch auf einem Planeten oder freien Mond landen, wenn die Rakete bereits abstürzt. Allerdings nur dann, wenn ein Planet oder freier Mond auch von der aktuellen Position der Rakete aus erreichbar ist. Diese Katze erhält den doppelten Punktebonus bei Landung auf einem freien Mond. Diese Katze erhält den doppelten Mehrheitenbonus bei Landung auf einem Planeten am Spielende. Diese Katze erhält den doppelten Punktebonus bei Erreichen des tiefen Weltalls. Diese Katze hat eine Sabotagefunktion. Der aktuelle Kapitän oder die Kapitänin muss einen der verfügbaren Würfel zur Seite legen, sobald diese Katze die Rakete verlässt. Diese Katze bringt einen Bonus in Form eines zusätzlichen Würfels mit der Augenzahl 1, der zusätzlich zu den geworfenen Würfeln eingesetzt werden kann. Allerdings nur einmal pro Expedition, wurde das Plättchen benutzt, muss es auf die Rückseite gedreht werden. Die 4 ausliegenden Zielplättchen sind jeweils 5 Siegpunkte wert und können direkt von einem Mitspielenden beansprucht werden, sobald eines der Ziele im Rahmen einer Landephase erfüllt wird. Zum einen hätten wir hier als erster 2 Katzen im tiefen Weltall platziert zu haben, als nächstes als erster 3 Katzen auf einem Planeten platziert zu haben, das nächste wäre jeweils eine Katze auf 4 unterschiedlichen Planeten platziert zu haben und zu guter Letzt
jeweils eine Katze auf 4 unterschiedlichen Monden platziert zu haben. Sobald jemand so ein Zielplättchen einmal erhalten hat, kann ihm dieses für den Rest des Spieles auch nicht mehr weggenommen werden. Wenn ihr mit dem Modul Geheimmissionen spielen möchtet, teilt am Anfang der Partie von diesen Plättchen jeweils 4 Stück an alle Mitspielende aus. Von diesen 4 Stück sucht sich dann jeder Mitspielende 3 aus und legt das Übrigbleibende in die Schachtel. Auf diesen Plättchen sind Planeten und Monde abgebildet und darunter jeweils auch die Nummer der Raketenfelder, von denen aus diese Planeten oder Monde zu erreichen sind. Diese Planeten oder Monde sind in dem Fall eure Ziele. Das heißt, ihr müsst auf jedem dieser Planeten und Monde mindestens jeweils eine von euren Katzen platziert haben. Wenn euch das gelingt, habt ihr dieses jeweilige Teilziel erfüllt. Und je nachdem, wie viele von diesen Geheimmissionen ihr dann insgesamt erfüllt, also ob eine, zwei oder alle 3, bekommt ihr dann unterschiedlich viele Punkte. Und zwar, wenn ihr nur eine von den Geheimmissionen erfüllt habt, bekommt ihr 2 Punkte. Bei 2 erfüllten schon 5 Punkte und wenn ihr alle 3 erfolgreich erfüllt habt, bekommt ihr sogar schon 10 zusätzliche Siegpunkte am Spielende. Das Modul Erkundung ist relativ einfach in das Spiel zu integrieren. Zieht dazu einfach zu Beginn der Partie 5 von diesen Plättchen in Ovalform und legt diese auf die Raketenfelder, deren Nummern direkt auf den Plättchen angegeben sind. Zum Beispiel hätten wir jetzt hier die 22, dann die 12, die 11, die 6 und die 7. Sollte dann die Reisephase der Rakete direkt auf einem Feld mit einem dieser Plättchen enden, wird der Effekt des Plättchens direkt durch den Kapitän oder die Kapitänin abgehandelt. Es gibt dabei 3 verschiedene Arten von Entdeckungsplättchen. Zum einen diese hier mit der roten Rakete. Diese geben dem Kapitän oder der Kapitänin direkt Siegpunkte, in diesem Fall 2 Stück. Oder aber diese Plättchen mit diesem weißen Würfel mit dem Plus darauf. Das bedeutet, dass ein eigentlich bereits zur Seite gelegter Würfel wieder in den würfelbaren Vorrat mit aufgenommen werden darf. Oder diese grünen Plättchen, die stellen dann einen Raumzeittunnel dar. In diesem Fall dürfte man hier von dem Feld mit der Nummer 7 direkt noch 4 weitere Felder vorrücken auf das Feld 11. Generell, wenn die Reise auf einem solchen Feld endet und ein Plättchen damit ausgelöst wurde, wird das vom Spielplan genommen und es wird daraufhin direkt ein neues Plättchen aufgedeckt und entsprechend platziert, sodass immer 5 Entdeckungsplättchen sich auf dem Spielfeld befinden. Sollte man Entdeckungsplättchen mit Punkten gesammelt haben, nimmt man die zu sich in seinen eigenen Vorrat. Das UFO-Modul ist das umfangreichste der 3 Zusatzmodule. Um damit zu spielen, nehmt ihr zunächst diesen UFO-Marker und legt ihn auf das oberste Raketenfeld, das mit dem Plus. Anschließend nehmt ihr diesen Stapel von UFO-Plättchen und sortiert ihn absteigend, sodass das Plättchen mit den 5 Siegpunkten sich ganz oben auf dem Stapel befindet und legt diesen Stapel neben dem Spielplan ab. Dann mischt ihr diesen Stapel mit den Entdeckungsplättchen und der Kapitän oder die Kapitänin deckt zu Beginn einer Mission jeweils das oberste Plättchen dieses Stapels auf, lässt es offen neben dem Spielplan liegen. Darauf sehen wir jeweils ganz oben die UFO-Bewegung, die das UFO im Rahmen dieser Expedition zunächst vollzieht. In diesem Fall würde sich das UFO also 3 Positionen uns entgegenbewegen. 1, 2, 3. Machen wir hier mal. Dann sehen wir die Anzahl der Würfel, die wir bei dieser Expedition von Anfang an zur Verfügung haben. In diesem Fall also ganz normal alle 6 Stück. Darunter sehen wir dann noch entweder einen Spezialeffekt, den wir einmalig nutzen können im Rahmen der Expedition, oder aber auch zusätzliche Würfel. Dieser Spezialeffekt würde jetzt besagen, dass wir einmal irgendwann innerhalb der Mission alle Würfel neu würfeln dürfen, die wir zur Verfügung haben. Oder aber schauen wir uns nochmal 2 andere Plättchen an. Hier bei diesem hier zum Beispiel hieße das UFO würde sich nicht bewegen. Wir hätten allerdings nur 4 Würfel zur Verfügung und wir dürften einmalig in dieser Mission keine Würfel weglegen. Also bei einer Reisephase dürften wir die Würfel behalten, egal welche wir davon nutzen. Oder aber noch hier wie in diesem Fall.
Hier würde sich das UFO nur eine Position weit bewegen. Wir hätten nur 4 Würfel zur Verfügung. Dafür hätten wir allerdings die hier abgebildeten Zusatzwürfel zur Verfügung. Die können wir auch dann nutzen, wenn wir mit unseren eigentlichen Würfeln etwas würfeln, was wir nicht verwenden können auf dem aktuellen Raketenfeld. Oder eben einfach zusätzlich zu den bereits geworfenen Würfeln. Sollte die Reisephase der Rakete direkt auf dem Feld mit dem UFO enden, also so zum Beispiel, in diesem Fall dürfte sich der jeweilige Kapitän oder die Kapitänin das oberste Plättchen des UFO-Stapels nehmen und würde dadurch zusätzliche Siegpunkte erhalten. Eine Partie MLEM endet, wenn eure Rakete entweder insgesamt 11-mal abgestürzt ist, wenn also der Absturzmarker auf der Absturzleiste die letzte Position erreicht hat, oder aber im positiveren Fall, wenn es einer der Mitspielenden geschafft hat, alle seine 8 Astrokatzen im Weltall abzusetzen. Zählt in diesem Fall eure Siegpunkte sämtlicher eurer Siegpunkteplättchen, Bonuschips und wertet die Planeten aus, um somit den Sieger oder die Siegerin der Partie zu bestimmen. Ja, das waren die Regeln zu MLEM. Ich hoffe, das Video war ein bisschen hilfreich für euch. Wenn ihr ansonsten weitere Anregungen oder Ideen für Regelvideos habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann schauen wir, was sich da vielleicht machen lässt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns in einem der folgenden Videos wiedersehen würden. Bis dahin und tschüss!